Nichts geht über einen Wellness-Tag. Es tut gut, sich selbst zu verwöhnen. Du weißt, was ich meine. Ich freue mich schon drauf. Ah, eine goldene Gesichtsmaske. Besser geht's nicht. Vergessen Sie meine Puppe nicht. Das Plastikleben ist nicht so fantastisch, wie man denkt. Sie hat nur das Beste verdient. Ist das mein Fußbad? Ich war den ganzen Tag auf den Beinen. All diese Einkäufe. Oh ja, das ist schön warm. Gold ist gut gegen Augenringe. Nicht, dass ich welche hätte. Ich fühle mich so schick. Dieses Spa ist toll. Yay. Endlich kann ich mir die Füße waschen. Das Leben ist schön, stimmt's? Die heben wir uns als Snack auf. Ah! Ah! Was ist passiert? Wow, eine Barbie-Party. Das ist es. Wir haben es endlich geschafft. Alle wichtigen Puppen werden da sein. Wir müssen uns ein Outfit aussuchen. Ich liebe diesen Teil. Hey. Modenschau. Siehst du was, das dir gefällt? Nein, nö. Hab ich das gekauft? Ich habe was gefunden. Okay, ich bin bereit. Wie findest du das? Sei ehrlich. Wow, du siehst umwerfend aus. Warte, es gibt eine Barbie-Party? Unsere Einladung muss die Post verschlammt haben. Psst, hör zu. Wir gehen auf jeden Fall zur Party. Hey, können wir mitkommen? Bitte, 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 bitte. Ich frag mal Betty. Betty, hör mal. Die wollen mit auf die Party. Wirklich? Die? Na gut, schätze, das geht klar. Mein Mensch sagt, das geht klar. Juhu, danke. Hey. Das ist so aufregend. Aber so wird das nichts. Wir haben einen Ruf zu wahren. Guck dir nur dieses Outfit an. Ugh. Wir müssen doch was tun können. Warte, ich hab's. Dieser Ballon wird helfen. Los geht's. Hey, das ist es. Wie findest du es? Ist schick, macht Spaß und schreit nach Party. Wow, gefällt mir. Und ich habe eine Tasche, die dazu passt. Oh, mein Hund hat die angeknabbert. Oh, das war mein Lieblingsstück. Tut so, als hättet ihr das nicht gesehen. Die kann in den Müll. Ist okay. Aber du brauchst was. Zum Glück habe ich glänzendes Papier. Ich habe Linien eingezeichnet. Jetzt falte ich es und klappe es wieder um. Ich mache hier noch mehr Faltungen. Und das gleiche auf der anderen Seite. Jetzt klappe ich die Ecken ein und es entstehen kleine Dreiecke. Genau so. Als nächstes klappe ich die Seiten ein. Ich halte diese Dreiecke fest und falte das Blatt um. Genau wie beim Origami. Nur, dass ich keinen Vogel mache. Das waren alle Faltungen. Jetzt mache ich daraus eine Tasche. Die Ecken kommen nach innen. Dann klappe ich die Oberseite um. Jetzt kommt der knifflige Teil. Ich muss die Seiten einklemmen und in die Mitte schieben. Jetzt falte ich das Blatt zusammen. Diese Ecke schlage ich um wie bei einem Briefumschlag. Das ist die Klappe. Und fertig. Eine kleine süße Tasche. Aber ihr fehlt noch der Glanz. Oh, ich habe auch noch diese Kette. Das wird ein toller Gurt. Perfekt. Genau, was meine Puppe braucht. Die werde ich gleich allen zeigen. Das ideale Accessoire. Und passt perfekt zum Kleid. Du siehst gut aus, Kleine. Was sagst du dazu? So ist das also, ha? Huh? Das kann ich übertreffen. Wart's nur ab. Ich hab... Warte, ist das ein Schuhkarton? Wen interessiert's? Den kann ich nehmen. Ich muss den nur überarbeiten. Zuerst male ich den schwarz an. Dann warte ich, bis alles trocken ist. Als nächstes nehme ich Goldfarbe. Ich tupfe sie auf den Deckel. Ich will ein Muster machen. Ein einzigartiges. Edelsteine schaden auch nicht. Das mache ich rundherum. Dann sieht es eleganter aus. Mit Wow-Effekt. So ist's gut. Sieht toll aus. Ich nehme die Schuhe raus. Durch diese Perle habe ich eine goldene Schnur gefädelt und in den Deckel ein Loch gemacht. Da ziehe ich die Schnur durch. Jetzt fehlt nur noch Bargeld. Sie ist wundervoll. Schau sie dir an. Jede Puppe wünscht sich so eine. Hier, für dich. Wow, wunderschön. Du kennst mich wirklich gut. Ich denke, wir sind soweit. Lasst uns feiern. Puh, was für ein Tag. Kannst du laut sagen. Hä? Was ist das? Das ist ein Geschenk von Ken. Er ist so aufmerksam. Und romantisch. Er ist mein Freund. Was hast du gesagt? Du willst es wissen, was? Peng, nimm das. Halt dich von Ken fern. Schluss damit. Ich schätze, du hast recht. Das ist eindeutig für uns. Nein, das gehört uns. Das ist, oh, wie auch immer. Ich mach's auf. Dann sehen wir, für wen es ist. Wow, guckt euch das an. Wunderschön. Ken hat den besten Geschmack. Ich sagte doch, das ist für uns.
als ob mich das interessiert. Komm, lass ihn uns ausprobieren. Der sieht sehr bequem aus. Oh, wie cool. Ich wollte schon immer einen Thron. Ken sagt immer, ich sei seine Königin. Ich glaube, er meint das wirklich so. Setz dich. Oh, warte kurz. Das brauchst du. Ist für den letzten Touch. Du siehst umwerfend aus. Ich muss diesen Moment festhalten. Und ich habe den perfekten Hintergrund. Los geht's. Lächeln. Die Lifestyle-Magazine werden darauf abfahren. Die Kamera liebt dich. Du bist ein Naturtalent. Was machst du da? Ich kreiere Magie. So geht's. Halte die Pose. Ich habe keine Zeit für sowas. Wow, atemberaubend. Ja, ich weiß. Wow, einfach wow. Warte mal. Da ist ja mein Strohhalm. Den habe ich schon gesucht. Und den kann ich gut gebrauchen. Ich trage Kleber entlang des Strohhalms auf. Aber ich lasse einen kleinen Bereich frei. Jetzt klebe ich einen zweiten Strohhalm ran. Und dann noch mehr. Bis ich das hier habe. Das kommt erstmal zur Seite. Jetzt stecke ich zwei Strohhalme ineinander. Das mache ich nochmal. Jetzt habe ich einen Rahmen. Auf den lege ich die anderen Strohhalme drauf. Und schon habe ich eine super bequeme Lounge-Liege. Ich würde mich da drauflegen. Ich werde die gleich meiner Puppe zeigen. Sie wird sie lieben. Ist genau, was sie braucht. Sie wird sich schön entspannen. Ich bin echt zufrieden damit. Oh je. Yeah. Oh, das ist toll. Juhu. Oh, eine Actionaufnahme. Ich fühle mich so gut. Hör, hör. Wow. Oh nein. Was habe ich getan? Der Stuhl, er ist kaputt. Das hätte ich mir gerne länger angeguckt. Hör auf zu lachen. Oh, unglaublich. Meine Puppe ist so hübsch. Guck sie dir an. Hey, Frau Nachbarin. Wow, du siehst so schick aus. Eine natürliche Schönheit. Hey, siehst du den? Da steht ein heißer Junge. Ich glaube, du hast einen Verehrer. Geh und sag Hallo. Sei nicht so schüchtern. Oh, guck dir diesen Kerl an. Worauf wartest du noch? Geh rüber. Hey, wir haben ihn zuerst gesehen. Nix da. Verschwinde. Zwing mich nicht. Hey, hört auf. Ich bin doch kein Stück Fleisch. Wow, wo sind wir? Oh, du bist das. Was machst du hier? Oh, hey, Hübscher. Runde um Runde dreht sie sich. Wo sie stoppt, weiß ich nicht. Oh, sie ist beim Bären stehen geblieben. Der ist so süß. Macht mir einen Kuschelbären. Puh, kein Problem. Guck dir das viele Geld an. Oh, hübsch. Genauso. Schön im Auge behalten. Wo ist das hin? Das ist ein Rätsel. Das ist meins, alles meins. Jetzt aber schnell. Halt still. Ein kleiner Schnitt hier, ein langer Schnitt da. Und schon habe ich einen Teddybär. Der kommt aufs Blatt. Und ich streiche die Falten raus. Schau ihn dir an. Ziemlich gut, was? Ich bin reich. Das kommt mir bekannt vor. Ich hab's verbessert. Ach, ich kaufe mir ein neues. Aber zuerst brauche ich einen Bären. So viel Geld. Nimm den Bären. Gib mir das Geld. Ich habe Großes vor. Und dafür brauche ich Farbe. Ich verteile die auf dem Blatt. Das muss gut bedeckt sein. Ich mache das bis unten. Das ist lustig. Gleich fertig. Das müsste reichen. Hoffe, du kannst die Luft anhalten, Teddy. Ich reibe den Bären in die Farbe. So ist es gut. Mach dich schmutzig. Das müsste reichen. Du kommst darunter. Jetzt brauche ich noch ein Blatt. Und da drücke ich den Bären drauf. Ich bewege ihn noch etwas. Hm, er braucht noch eine Schleife. Sieht süß aus, stimmt's? Mehr hast du nicht zu bieten? Deiner ist eher enttäuschend. Und du hast meinen Bären ruiniert. Dorf Barbie gewinnt. Ich wusste es. Gucci Goo. Drehen wir das Rad. Es ist ein Telefon. Hey, ruf doch mal an. Oh, das wird einfach. Nee, das brauche ich nicht. Nach dem habe ich gesucht. Ich leg's hier hin. Jetzt schieße ich ein Foto. Das ist perfekt. Einfach ausdrucken. Ich liebe Technik. Oh, das ging schnell. Genau, was ich wollte. Hey, guck dir das an. Wow, das ist ja cool. Das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche deine Hilfe. Du musst mir ein Telefon malen. Das wird dich was kosten. Ich bin gerade etwas pleite. Warte kurz. Hm, mal sehen.
Oh, genau die brauche ich. Frische Eier. Heute muss mein Glückstag sein. Erzähl's aber nicht dem Bauern. Hey, Herr Künstler. Wie wär's mit ein paar frisch gelegten Eiern? Zeig mal her. Was sagst du dazu? Ich weiß nicht. Ich bin Veganer, aber wir haben einen Deal. Oh, schöne Pinselstriche. Wow, du bist echt begabt. Meine Arbeit ist getan. Hier, bitte sehr. Wow, ich besorg mir noch Speck. Bin wieder da. Das habe ich selbst gemacht. Hoffe, es gefällt dir. Ignoriere sie. Wow, ihr seid echt ehrgeizig. Zeit, den Gewinner zu verkünden. Es ist dieser Typ. Er ist ein echter Visionär. Was? Ein Stern? Ich bin wieder im Spiel, Baby. Was jetzt? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Es ist ein süßer kleiner Hund. Ihr seid dran. Wuff, wuff. Komm. Ich kann kaum hinsehen. Ich weiß, was ich mache. Zuerst schreibe ich das Wort Dog. Dann kommen die Augen und zwei große Schlappohren. Das wird die Nase. Der wird toll aussehen. Und jetzt zum Körper. Das läuft ganz gut. Was noch? Aha, der Schwanz. Wie kann ich den vergessen? Wow, das ist fantastisch. Geh und jag einem Knochen hinterher. Ich muss mich konzentrieren. Diese Farbe ist perfekt. Die Zunge wird rot. Und das war's. Ein süßer kleiner Hund. Tada! Ich weiß, das gehört in eine Galerie. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Wir müssen sie schlagen. Hä? Was willst du? Oh, du willst apportieren? Na los, hol's dir. Was machst du da? Wuhu, das hat echt geklappt. Ich kann's kaum fassen. Das Hühnchen lässt mich nie im Stich. Was passiert hier gerade? Ich muss träumen. Dann fange ich mal an. Ich zeichne um den Hund herum. Hoffe, der bleibt sitzen. So, ich bin fertig. Als ob du in den Spiegel schaust. Ich hab dich echt gut getroffen. Was zum... Was ist hier los? Nein, lass los. Mal dir dein eigenes Bild. Oh, pass doch auf. Gib mir mein Bild. Was hast du getan? Das ist ruiniert. Ich dachte, Hunde fressen nur Hausaufgaben. Vielleicht fällt das niemandem auf. Das dürfte keine schwere Entscheidung sein. Wirklich? Das präsentierst du mir? Yikes. Naja, schätze, statt Barbie gewinnt. Wuhu, ich hab's geschafft. Ja, ich denke, das ist fair. Das ist so hypnotisierend. Als nächstes der Pokéball. Ah, total erfrischend. Das fühlt sich gut an. Wer braucht schon einen teuren Salon? Hey, hört mir zu. Du bist noch hier? Fangt! Siehst du das? Der gehört mir. Zu langsam. Du kannst den haben. Oh, danke. Da ist noch Limo drin. Was da wohl drin ist? Hätte ich mir lieber nicht gefragt. Aber das bringt mich auf eine Idee. Ich fange gleich an. Ich zeichne meine Lieblingsfigur. Mit den Ohren fange ich an. Die Spitzen werden schwarz. Sieht gut aus. Jetzt zum Gesicht. Das werden die rosigen Wangen. Hier zwei große Augen. Und ich komme gut voran. Die Augen male ich schwarz. Ich muss nur innerhalb der Linien bleiben. Jetzt das andere. Die Nase ist nur ein Dreieck. Dann noch ein breites, glückliches Lächeln. Oh, guck ihn dir an. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich zeichne jetzt den Körper. Der Schwanz sieht wie ein Blitzschlag aus. Es fehlen nur noch zwei Arme. Manchmal überrasche ich mich selbst. Jetzt wird ausgemalt. Dieses Rot ist perfekt für die Wangen. Die werden schön auffallen. Jetzt male ich den Mund aus. Weiter geht's mit Gelb. Ich fange mit dem Schwanz an. Aber keine Eile. Ich will jetzt nichts ruinieren. Und zum Schluss die Zunge. Die wird rosa. Das war's schon. Es ist Pikachu. Guck mal. Voll fantastisch. Und was mache ich? Warte mal. Ich kann den Becher nehmen. Zuerst schneide ich jeweils ein Loch in die Seiten. Jetzt brauche ich eine Menge gelber Strohhalme. Ich schneide sie zu und klebe sie zusammen. Das kommt jetzt in den Becher. Auf den Kopf klebe ich Pikachus Gesicht. Auf die Arme kommen diese Herzen. Die machen mich so glücklich. Und ein großes Herz kommt in die Mitte. Jetzt zum lustigen Teil. Hey, Pikachu tanzt. Hey Kevin, das musst du sehen.
ziemlich coole Moves, was? Dem könnte ich ewig zugucken. Wird Zeit für deine Beurteilung. Dorf Barbie gewinnt diese Runde. Sorry. Yippie! Ich bin die Größte. Wupp, wupp. Das ist nicht fair. Ich hätte gewinnen sollen. Da kommt Kevin. Wie läuft's denn so? Wollen wir los? Ich hatte gehofft, dass du das fragst. Das Leben kann echt grausam sein. Mach's gut, Loser. Gehen wir. Du machst mich so glücklich. Aber was ist mit mir? Ich bekomme nie die schönen Sachen. Hab ich nicht auch etwas Glück verdient? Wenigstens leistet mir mein Geld Gesellschaft. Hey, Barbie. Willst du mit mir abhängen? Oh, danke dir. Ich wollte mal was anderes ausprobieren. Ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen. Hä? Ist das deine neue Puppe? Darf ich mal sehen? Nein, das ist meine. Gib schon her, die gehört jetzt mir. Hey, ganz langsam. Nein. Oh, sie ist hübsch. Ich glaube, sie will eine Runde drehen. Was sagst du, Blondie? Brumm, brumm. Wow, ich liebe den Wind in meinen Haaren. Das ist langweilig. Warum ist die Puppe nicht auf der Party? Weil sie keinen Körper hatte. Du Monster! Ha, das war ein guter Scherz. Haha, fang! Ah! Ich habe plötzlich Kopfschmerzen. Ich muss los. Barbie, alles okay? Ich kann nicht glauben, dass er das getan hat. Keine Sorge, ich helfe dir. Schau, du siehst aus wie neu. Naja, nicht ganz. Du brauchst ein Makeover. Wow, schau mal, Barbie. Das ist genau, was du brauchst. Deine Haare sehen scheußlich aus. Hey, ich kann dich hören. Worauf warten wir noch? Rasieren wir es ab. Nicht bewegen. Das dauert nicht lange. Der Glatzenlook steht hier bestimmt. Wo ist nicht. Leg den Rasierer weg. Nichts da. Du wirst es lieben. Das bezweifle ich stark. Wow, dein Kopf glänzt total. Meine schönen blonden Locken. Warte nur, bis du schläfst. Fast fertig. Warum machst du sowas? Ernsthaft? Das ist nicht cool. Jetzt brauche ich eine Nadel. Damit verpasse ich dir eine neue Frisur. Ich drücke die Nadel in Barbies Kopf. Und die Haare bleiben an Ort und Stelle. Das ist wie eine Haarverlängerung. Das läuft doch super. Vertrau mir, es wird toll aussehen. Es kann nicht schlimmer sein als ein rasierter Kopf. Ich muss mir nur Zeit nehmen. Und die letzte Strähne, wie sehe ich aus? Wow, das ist großartig. Aber wir brauchen etwas Farbe. Ich bemale eine Mascara-Bürste mit Nagellack. Und dann bürste ich durch deine Haare. Wow, diese Farbe steht dir richtig gut. Gute Wahl. Ich wollte meine Haare schon immer färben. Aber Ken steht total auf mein blondes Haar. Das sollte reichen. Jetzt kommen wir zu den Accessoires. Diese Ohrringe sind toll. Oh, wie schick. Wow, du siehst umwerfend aus. Ich liebe es. Also, was nun? Dieses Outfit wird süß aussehen. Das schmeichelt deinem Haar. Oh, ich fühle mich so stylisch. Du hast echt Sinn für Mode. Ich kenne noch jemanden, dem es gefällt. Hey, du. Wow, du siehst wunderschön aus. Oh, ihr zwei werdet ein süßes Paar. Ich werde ganz emotional. Küsst euch. Wie könnte ich sie nicht küssen? Ich habe einen Freund. Nein, ich habe meine Zähne nicht geputzt. Ich rieche es. Oh, gleich passiert es. Es ist wie ein Märchen. Oh, wow, du hast noch eine Puppe. Oh, die küssen sich. Du musst echt alles ruinieren. Ich hab was für dich. Hehe, viel Spaß. Wie ekelhaft. Und was dich angeht? Au. Was für ein Schlag. Ich meine, er ist hingefallen. Wuhu. Schau, du kannst fliegen. Höher, höher. Das macht Spaß. Ich hab so viel Spaß mit dir. Ich werde echt nicht genug bezahlt. Hey, Kleine, dein Paket. Echt? Für mich? Bin gleich wieder da, Barbie. Hey, lass dir Zeit. Ich bin einmal weg. Was das wohl ist? Steht kein Absender drauf? Hm, interessant. Nun, ich mach's einfach auf. Hallo? Was ist das? Du siehst das doch auch, oder? Wow, was ist das? Ich bin deine neue Puppe. Du bist unheimlich. Warte. Das ist seltsam. Sie kopiert alles, was ich mache.
Moment mal. Das ist echt lustig. Und etwas langweilig. Okay, peppen wir es auf. Ich kann auch tanzen. Schau dir diese Moves an. Ja, ja, langweilig, Barbie. Freestyle. Das ist meine Chance. Nein, was machst du da? Nimm das. Hey, hör auf. Ich kann nicht hinsehen. Ich hab die Kontrolle hier. Warum tust du das? Ich bin es nur. Was? Komm zurück. Der ist echt schrecklich. Na, 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 na. Wow. Barbie, alles okay? Mir ging's schon besser. Sprechen wir nicht darüber. Tut mir so leid. Wir müssen dich sauber machen. Alles wird gut. Bitte beeil dich. Das stinkt. Wir müssen diese Pickel ausdrücken. Wow, das ist ganz schön viel Eiter. Der ist riesig. Ekelhaft. Aber macht irgendwie süchtig. Igitt. Wir müssen dir einen guten Reiniger besorgen. Das hört ja nie auf. Danke, dass du das machst, Liebes. Das ist wahre Freundschaft. Das macht echt Spaß. Was nun? Ich weiß. Ich brauche Zahnpasta. Ich gebe es auf dein Gesicht. Deine Haut wird leuchten. Echt? Das fühlt sich gut an. Moment mal. Oh, minzig. Du verdienst nur das Beste. Diese Goldplättchen sorgen für etwas Glanz. Du verwöhnst mich richtig. Ich komme selbst nie dazu. Das ist schön, weißt du? Wie ein Spartag. Wenigstens habe ich meine... Nein! Jetzt können wir schrubben. Halt still. Dadurch wird der Schlamm entfernt. Das kitzelt. Wie fühlt sich das an? Oh ja, das ist gut. Das gefällt mir. So entspannend. Du strahlst total. Gibst du deinen Haaren? Wie wäre es mit einem Dupp? Irgendwas fehlt noch. Vielleicht ein neuer Mantel. Das ist besser. Wow, ich fühle mich so schön. Achtung, Jungs. Ich werde eure Herzen stehlen. Ich liebe das neue Outfit. Du hast einen ausgezeichneten Geschmack. Du siehst fabelhaft aus. Ich bin echt neidisch. Ich möchte ein Foto machen. Posiere. Du bist der Hammer. Schauen wir sie an. Wow, die müssen wir posten. Du bist einfach wunderschön. Das gibt's nicht. Schau dir diese Likes an. Ich will schön ausgehen. Achtung, Hollywood, ich komme. Ich werde zum Star. Alle meine Träume werden wahr. Ich bin nicht zu bremsen. Zeit, ins Bett zu gehen. Du brauchst deinen Schönheitsschlaf. Du auch? Du brauchst ihn. Süße Träume. Und ich habe etwas Zeit für mich. Ich schalte den Fernseher ein. Huh? Oh, was ist das? Platze einen Ball mit einer Nadel. Wow. Nimm dann ein Stück blauen Stoff und einen Streifen gelben Stoff. Schneide den gelben Stoff in die Form einer Krone. Dann füge ich ein paar Details hinzu. So, dann wickle ich es um den Ball. Echt cool, was? Wow, das gefällt mir. Ich frage mich, was er damit machen wird. Zeit für die OP. Das könnte wehtun. So weit, so gut. Moment mal. Und der neue Kopf wird aufgesetzt. Was für ein Upgrade. Warte mal. Was soll dieser Lärm? Was ist hier los? Haha, ich hoffe, dir hat die Show gefallen. Ich liebe es, mit euch zu tanzen. Ihr seid wie meine Familie. Familie. Mir wird schwindelig. Ich glaube, ich muss kotzen. Oh, mach einfach mit. Leute, denkt ihr, was ich denke? Du meinst, ich will ein Baby. Oh, ich hatte gehofft, dass du das sagst. Also chille ich einfach hier? Und los. Machen wir es dir bequem. Ich gebe Knetmasse auf deinen Bauch. Dann ein Stück Frischhaltefolie. Als nächstes brauchen wir mehr Modelliermasse. Ich bedecke alles mit Kleber. Es soll schön hoch werden. Das sollte reichen. Und jetzt lasse ich es aushärten. Sieht super aus. Komm schon, Barbie. Oh,
das ein Baby? Oh nein, ich glaube, es kommt. Mist, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. So aufregend. Ich werde Mutter sein. Los geht's. Schön atmen. Du hast leicht reden. Was passiert hier? Alles ist gut, mein Schatz. Ich kann den Kopf sehen. Hier ist es. Ein hübscher kleiner Junge. Glückwunsch. Er ist wunderschön. Was zum... Das ist nicht mein Baby. Er hat deine Augen, Barbie. Wir müssen reden. Du musst mir da was erklären. Ups, peinlich. Also, ich muss dann mal los. Das könnte ich ewig machen. Bitte lass mich runter. Ich habe Höhenangst. Wo ist dein Sinn für Abenteuer? Was ist hier los? Habe ich die Einladung zur Kostümparty verpasst? Das hat nichts mit Spaß zu tun. Du fährst ein. Warte, was? Oh, das ist nicht gut. Willst du nicht einsitzen, dann sei brav. Hey, Mitbewohnerin, wie geht's denn so? Hau ab. Ganz schön mürrisch. Oh, der Richter ruft an. Guten Tag, euer Ehren. Ich habe wohl einen Fehler gemacht. Vampire sind die Guten. Sie werden alle freigelassen. Jetzt ist es offiziell. Oh, mein Nacken tut immer noch weh. Heute ist dein Glückstag, Fangzahn. Ich hasse das. Hä? Was ist los? Ich darf wohl gehen. Mach's gut, Loser. Wie hast du mich genannt? Warte auf mich. Oh nein, du nicht. Du bleibst hier. Hey, lass mich raus. So funktioniert das nicht. Guck dir das an. Du bist schuldig. Aber der Vampir. Warte mal. Hey, Blutsauger. Redest du mit mir? Du musst mir helfen. Es wird sich für dich lohnen. Der sieht frisch aus. Und ich habe Hunger. Ich halte eigentlich Diät, aber der sieht so saftig aus. Lecker. Warum werde ich nicht zu einem Vampir? Hä? Warum guckst du mich so an? Hey, wo sind meine Reißzähne? Nein, das darf nicht wahr sein. Oh, Donuts. Das war knapp. Wir müssen das beheben. Guck mal da. Hey, komm zu mir. Komm schon, es ist okay. Mein Hals ist schön saftig. So ist gut. Können wir das beschleunigen? Okay, das ist seltsam. Ah, schon besser. Ich bin erleichtert. Also, ich hau ab. Tschüssi. Hey, lass mich nicht einfach hier. Gut, dann mach ich's eben selbst. Komm her, Kleiner. Hol dir deinen Shot. Das ist ein All-You-Can-Eat-Buffet. Worauf wartest du noch? Ich weiß, was zu tun ist. Vielleicht ändert das deine Meinung. Ich streue mir Fledermausfutter auf den Hals. Komm schon. Beiß mich. Niemals! Willst du mich verärgern? Oh, du bist voll nervig. Was mache ich denn jetzt? Warte mal, was ist da los? Beweg dich, Blondie. Hör auf, dich zu wehren. Du machst mich wütend. Lass mich los. Wenigstens habe ich etwas Unterhaltung. Nimm deine Pfoten von mir. Ab in die Zelle. Oh, die Show ist schon vorbei. Sie hat ihre Tasche verloren. Die könnte nützlich sein. Ich nehme die. Ist eine schöne Tasche. Außer die Farbe. Mal sehen, was drin ist. Eine Menge Make-up. Sind das künstliche Nägel? Ugh, wie erbärmlich. Warte mal. Ich brauche noch was anderes. Diese Nagelfeile. Ich habe eine Idee. Ein Versuch ist es wert. Ja, das könnte klappen. Das ist ein ziemlich überzeugender Reißzahn. Aber ich muss den noch formen. Hier kommt die Nagelfeile ins Spiel. Mit der feile ich den Spitz. Der soll perfekt werden und muss echt aussehen. Das müsste reichen. Probieren wir es aus. Und auch für den anderen Zahn. Ich sollte Zahnärztin werden. Jetzt habe ich Reißzähne. Was noch? Dieses Kleid sieht nicht nach Vampir aus. Ich brauche ein neues Outfit, aber ich kann nicht shoppen gehen. Hier muss es doch was Passendes geben. Gelb? Zu grell. Was noch? Pink? Igitt. Rot? Okay. Was noch? Schwarz. Schon besser. Das kann ich nehmen. Sieht gut aus. Und dieser Umhang, schick.
Ich weiß, ich sehe süß aus. Daran könnte ich mich gewöhnen. Hä? Was ist das? Händchen, was willst du? Was ist das? Ist das eine Feder? Gib mal her. Was soll ich mit der machen? Was willst du mir sagen? Oh, schon kapiert. Dann mal los. Die Feder führe ich hier ein. Das brauche ich nicht. Das kann in den Müll. Okay, ich glaube, das war's. Hey, ist ziemlich gut geworden. Ich probiere es an. Passt perfekt. Ich fühle mich schon wie ein Vampir. Ups, das wollte ich nicht. Ich muss vorsichtiger sein. Ich sollte mich noch schminken. Unglaublich, dass ich das sage. Ich brauche diese Bürste und Lidschatten. Die Farbe ist eigentlich ganz hübsch. Wird mir bestimmt stehen. Der verleiht etwas Schimmer. Es kommt noch mehr. Diesen kleinen Schwamm tupfe ich in rote Schminke. Dann tupfe ich damit sanft auf meine Augenlider. Genau so. Oh, gefällt mir. Das bringt meine Augen zum Strahlen. Jetzt noch der letzte Touch. Das sieht schön dramatisch aus. Ich brauche noch längere Wimpern. Die klebe ich einfach auf. Und dann setze ich rote Linsen ein. Was für eine Verwandlung. Und das ohne Biss der Fledermaus. Ich hoffe, das war die Mühe wert. Hey, Bulle. Was willst du? Hä? Noch ein Vampir? Ja, ist doch offensichtlich. Ich lass dich gleich raus. Warte kurz. Süße, süße Freiheit. Das war ja einfach. Juhu. Wie auch immer. Ich gehe jetzt besser. Dieser Vampir ist ja seltsam. Naja, schönen Tag noch. Ah, so erfrischend. Habe ich echt gebraucht. Oh oh, ich habe zu viel getrunken. Ich muss pinkeln. Es war dringend. Hey, was ist das? Eine Puppe? Was machst du denn da? Oh, du siehst ja furchtbar aus. Nichts für ungut. So kannst du nicht bleiben. Heute ist dein Glückstag. Wird Zeit für ein Makeover. Zuerst muss der Dreck weg. Bäh, ekelhaft. Ich hoffe, das sind keine Popel. Das ist so klebrig. Als nächstes die Pickel. Das könnte unschön werden. Das war ein großer. Ich muss zugeben, ich mag das. Du siehst schon besser aus. Deine Haut strahlt. Entspann dich jetzt. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Total romantisch. Es war ein langer Tag. Zeit für den Schönheitsschlaf. Du machst mich so glücklich. Ein neuer Tag, ein neuer Donut. Moment mal, was ist das? Psst, ich muss das hören. Irgendwas ist im Gange. Eilmeldung. Vampire sind ziemlich cool. In Wirklichkeit werden sie nur missverstanden. Also denk dran, Vampire sind unschuldig. Seht ihr einen Vampir, dann umarmt ihn. Gute Nacht. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, du kannst raus. Hä? Was ist los? Wir sind frei. Verschwinden wir von hier. Warte mal. Du kannst nicht gehen. Was soll das heißen? Du meinst meine Puppe? Du hast den Typen gehört. Er sprach nur von Vampiren. Aber ich lasse meine beste Freundin nicht zurück. Wir bleiben hier. Keine Sorge, ich lasse mir was einfallen. Wir kommen beide hier raus. Wow, was ist das? Die Farbe würde mir echt gut stehen. Ich wollte schon immer pralle Lippen haben. Ich fühle mich so schön. Oh yeah, schmeckt auch gut. Was guckst du so? Langsam wird's verrückt. Was ist das? Hey, das bringt mich auf eine Idee. Vertrau mir, ich weiß, wie es geht. Mach's dir bequem. Zuerst muss dein Make-up runter. Wir brauchen eine leere Leinwand. So ist es gut. Jetzt kommt dein neues Make-up. Wow, so schick. Mir gefällt dieser Look. Du siehst echt heiß aus. Aber es gibt noch mehr zu tun. Deine Haare müssen runter. Halte still. Wir wollen keinen Unfall. Sag tschüss zu deinen blonden Locken. Die sind sowas von out. Wow, was für ein glänzender Schädel. Ist okay, ich habe einen Plan. Wir brauchen was Dunkles. Hä? Was ist das? Ugh, ein loser Faden. Hey, den können wir gebrauchen. Schwarze Haare stehen dir besser. Wir könnten Zwillinge sein. Die sind so lang. Was noch? Lass mich nachdenken. Hey, meine Nägel. Genau, du brauchst eine Maniküre. Aber wir können nicht in den Salon.
Also muss die Klebepistole ran. Das dürfte nicht lange dauern. Ich mache einfach lange Klebestränge direkt auf deine Finger. Dann muss der Kleber hart werden. Jetzt noch stutzen. Wow, sieht gut aus. Aber da muss noch Nagellack drauf. Und ich habe die perfekte Farbe. Schwarz natürlich. Das verleiht dir einen Hauch von Drama. Konzentration? Ich will jetzt nicht ruinieren. Das gefällt mir. Lass mich dich ansehen. Wow, du siehst umwerfend aus. Wir haben gute Arbeit geleistet. Aber es fehlt noch was. Mir gefällt dein Outfit nicht. Passt nicht zum unsterblichen Nightcrawler. Macht's dir was aus? Viel besser. Du bist so schick. Lass uns von hier verschwinden. Hey, hier drüben. Wir wollen raus. Erwischt. Hä? Warte, ist das noch ein Vampir? Sieht echt aus. Okay, könnt gehen. Sesam, öffne dich. Ich wusste, dass das klappt. Mach's gut. Haltet euch von Ärger fern. Und Finger weg vom Knoblauch. Oh, oh, das ist nicht gut. Wo ist der Schlüssel? Oh. Wir alle wollen gut aussehen, stimmt's? Hast du einen Umstyling-Tipp für uns? Schreib ihn unten in die Kommentare. Teile dieses Video auch gerne mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses.